Uli Schwarz von Swiss Ice Hockey, sie lancieren einen neuen Cup auf die nächste Saison. Der hat es seit 1966 nicht mehr gegeben. Was ist Ihre Vermutung, wieso es so lange gegangen ist, bis man das Format wieder in Angriff nimmt? Es gibt sehr wahrscheinlich verschiedene Gründe. Das Hockey hat sich extrem entwickelt. Die Zuschauerzahlen sind extrem gestiegen. Das Hockey ist viel medialer geworden. Und ich denke, wer ruht, der rastet. Man muss immer wieder neue Wege finden, neue Innovationen suchen. Zudem haben wir sicher mit Infront-Ringier einen sehr starken Partner gewonnen für die Umsetzung von diesem Projekt. Und ich glaube, es gibt jetzt einen guten Mix zwischen kommerziellen Möglichkeiten für Clubs, zwischen sportlichem Anreiz, zwischen Anreiz, Hockey in der Breite wirklich in unserem Land weiter zu verankern. Das waren letztendlich die Überlegungen für das Projekt. Wann hat man angefangen, das Ganze anzudenken? Wann sind die ersten Ideen gekommen? Wir sind jetzt rund eineinhalb Jahre unterwegs mit dieser Idee. Wir haben das Projekt sehr basisdemokratisch aufgebaut. Also wir haben uns sehr stark mit den Clubs auseinandergesetzt, die Arbeitsgruppe, und sind immer wieder in Informationsrunden gegangen und so weiter. Und haben nachher das Projekt der Abstimmung unterzogen, wie wir das immer machen im Eishockey. Und die Nationalliga-Club haben mit überwältigendem Mehr gesagt, jawohl, machen wir, versuchen wir, und jetzt geht es um die Umsetzung. Wer ist denn die treibende Kraft hinter dem? Ist das von innen aus vom Verband, oder hat es auch Clubs gegeben, die sich von Anfang an sehr engagiert haben? Ja, es ist ein bisschen auf allen drei Ebenen entstanden. Es ist mal eine Idee im Raum gestanden, dann hat man die Idee mal aufgenommen und hat geschaut, ob das überhaupt eine Chance haben. Und von dann an sind wir eigentlich schon alle im Boot gewesen, sprich Vermarkter, sprich ein paar Clubvertreter, sprich Swiss Ice Hockey. Und so hat sich einfach aus einer ersten Idee nachher immer mehr ein Projekt entwickelt, das wir jetzt heute haben dürfen präsentieren. Wie wichtig ist für das auch die Beteiligung der Regionalclubs? Sicher einer der wesentlichen Punkte. Oder? Durch das, dass 16 das Finale in den Regionen ausgetragen werden und durch das, dass 10 Regio-League-Clubs auch mitmachen können, wollen wir ganz sicher in der ersten Phase von diesem Cup das Hockey national probieren zu verbreiten, jedem kleinen Club die Chance geben, einen guten Event zu machen, wo er für sich selber auch etwas bewegen kann, sei es für die Jungen, sei es rein finanziell, sei es für das Image von diesem eigenen Club. Das ist sicher sehr, sehr wichtig, dass wir zuerst breit fahren. Es kommt zu ligaübergreifenden Duellen. Das kann sportlich vielleicht eindeutig ausfallen. Das ist aber in jedem Cup so. Vielleicht gibt es auch mal eine Überraschung. Das kann auch sein. Und letztendlich können sich die Kleineren einmal wettbewerbsmässig mit dem Grösseren, mit dem Überklassigen messen. Das gibt es sonst bei uns nur in der Serie Liga-Qualifikation. Und sonst ist das ausgeschlossen. Und wir spüren vor allem von der Basis doch stark den Wunsch und auch das Anliegen, eben auch mal gegen die Oberklassiker sich dürfen können zu messen. Und dann wird man sicher mit diesem Format gerecht. Sie sprechen so, es kommt im Eishockey selten zum Messen zwischen David und Goliath. Wie gross ist dort vielleicht die Gefahr von einer Verletzung, die im Fußball als weniger kontaktfreudiger Sport nicht ganz so gross ist? Das ist eine berechtigte Frage, die man letztendlich auch sehr oft diskutiert hat. Wir können es im Moment schlicht nicht beurteilen. Wir hoffen aber, dass nach den 3 Jahren, wenn wir dort entscheiden, geht es weiter. Nicht genau das müssen als Grund herziehen. Ich meine, Verletzungen können immer passieren und es müsste schon ganz einen klaren Zusammenhang bestehen, dass jetzt das mit Ober- und Unterklassung zu tun hat. Aber wir können das nicht ausschließen, dass so etwas passiert, aber es gibt auch keine sichere Garantie, dass so etwas passiert. Also, man muss es einfach probieren, um zu wissen, woran das man ist. Wie übrigens das ganze Projekt ja eigentlich so zu sehen ist. Von der Unterklasse werden 10 Teams beteiligt sein. Wie setzt sich die 10 zusammen? Wie kommt es da zur Selektion? Das ist noch offen. Da bin ich eigentlich auch der falsche Mann, für die Frage zu stellen. Die Frage müssen wir dem Direktor des Nachwuchsamateursports, Marc Wirz, stellen. Das ist noch Gegenstand von Diskussionen im Moment. Besten Dank. Ja.